Guten Abend, sehr verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer. Venezuela gilt seit langem für die USA als ein strategisch besonders wichtiges Land. Denn ca. 10% des amerikanischen Ölbedarfs stammen aus Venezuela. In letzter Zeit verschlechtern sich die Beziehungen zwischen den beiden Ländern jedoch zusehends. So titelte am 10. März 2015 das Schweizer Radiofernsehen SRF, ich zitiere: US-venezolanische Beziehungen auf dem Tiefpunkt. Der Streit zwischen den beiden Ländern erreicht eine neue Dimension. Dieses Beziehungstief trat ein, nachdem US-Präsident Barack Obama Venezuela als eine sogenannte außergewöhnliche Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA einstufte und daraufhin Sanktionen anordnete. In einer Erklärung des Weißen Hauses hieß es, man sei tief besorgt über die zunehmende Einschüchterung der Opposition in Venezuela. Die venezolanische Regierung solle alle politischen Gefangenen freilassen. Von den Sanktionen sind 7 höhere Beamte Venezuelas betroffen, darunter der Geheimdienst und der nationale Polizeichef. Diese Regierungsvertreter dürfen nun unter anderem nicht mehr in die USA einreisen und ihre Guthaben sind eingefroren worden. Ihnen wird vorgeworfen, demokratische Vorgänge in Venezuela zu untergraben oder in Korruption verwickelt zu sein. Die Regierung Venezuelas hingegen weist diese Beschuldigungen entschieden zurück und wirft im Gegenzug den USA vor, zusammen mit Oppositionsführern einen Staatsstreich in Venezuela geplant zu haben. Präsident Nicolas Maduro sagte in einer Ansprache, ich zitiere: Präsident Barack Obama, der die imperialistische Elite der USA repräsentiert, hat persönlich entschieden, sich der Aufgabe zu widmen, meine Regierung zu stürzen und in Venezuela zu intervenieren, um es zu kontrollieren. Das sei der eigentliche Grund für die Sanktionen. Diese Vorwürfe hat die Sprecherin des US-Außenministeriums, Jen Psaki, jedoch entschieden zurückgewiesen. Sie sagte wörtlich, ich zitiere: Es ist ein langjähriger Grundsatz der USA, keine politischen Umwälzungen mit verfassungswidrigen Mitteln zu unterstützen. Politische Umwälzungen müssen demokratisch, verfassungsgemäß, friedlich und legal sein. Solch eine an sich löbliche Aussage von Seiten der US-Regierung zu hören, erstaunt doch sehr. Insbesondere, wenn man an die Regieführung der USA bei den politischen Umstürzen in den Ländern des arabischen Frühlings in Syrien und der Ukraine denkt. Diese politischen Umbrüche waren doch alles andere als friedlich, demokratisch und verfassungsgemäß. Schauen Sie sich bitte hierzu unsere Sendung Wie funktionieren moderne Kriege vom 13. Juni 2014 an. Aus den Geschehnissen in den betroffenen Ländern wird Folgendes offensichtlich. Im Vorfeld des von außen initiierten Regierungsputsches braucht es dort zunächst immer eine Volksbewegung, damit nicht offensichtlich ist, dass sich eigentlich ein purer Militärputsch abspielt. Wenn man nun die politische Vergangenheit Venezuelas näher betrachtet, zeigt es sich, dass Präsident Maduros Vorwürfe gegenüber der US-Regierung absolut nicht aus der Luft gegriffen sind. Denn bereits im Jahr 2002, als noch Hugo Chavez venezolanischer Präsident war, ereignete sich ein Militärputsch. Diesem ging zuerst ein Generalstreik der Arbeiterschaft mit nachfolgenden Massenprotesten voraus. Bei einem Zusammentreffen von Anhängern der Opposition und Chavez-Anhängern wurden durch den Einsatz von Scharfschützen 19 Menschen erschossen und über 300 verletzt. Obschon die Scharfschützen nachweislich aus dem Lager der Opposition stammten, wurde Chavez für die Toten verantwortlich gemacht. Damit wurde der nachfolgende Putsch von der Opposition gerechtfertigt. April 2002 kommt es in Venezuela zu einem gescheiterten Putschversuch. Die Drahtzieher sitzen in Washington. Durch die Verstaatlichung der Ölindustrie hatte sich Chavez Feinde im eigenen Land geschaffen. Ein Fünftel der Bevölkerung lebte sehr wohlhabend in Venezuela, bis Chavez begann, den Reichtum gerechter zu verteilen. Und so war es vor allem dieser kleine Anteil der reichen Bevölkerung in Venezuela, die sich am 11. April 2002 auf die Straßen locken ließen, um ihrem Unmut gegen Chavez Ausdruck zu verleihen.
Anders als angekündigt leiteten die Veranstalter den Demonstrationszug plötzlich in Richtung des Präsidentenpalastes, wo sich eine Gegendemonstration formierte, die zahlenmäßig die oppositionellen Demonstranten weit übertraf. Chavez, der die Gefahr schnell erkannte, ließ sein Militär als Puffer zwischen die demonstrierenden Parteien aufstellen. Dann fielen plötzlich Schüsse. Von den Chavez-Gegnern fielen einige zu Boden. Manche waren sofort tot, andere schwer verletzt. Zunächst war unklar, woher die Schüsse kamen. Für die westlichen Medien war die Sache schnell klar. Da es sich bei den Opfern um Oppositionelle handelte, schob man Chavez kurzerhand den Befehl zum Schießen in die Schuhe. Doch es waren Scharfschützen, die von den Dächern Caracas auf die Oppositionellen feuerten. Sie sollten den Startschuss für den Putsch gegen Chavez liefern. Durch die westlichen Medien liefen Bilder, die vermeintliche Chavez-Anhänger zeigen, welche auf die friedlichen oppositionellen Demonstranten schießen. Später stellte sich heraus, dass hier die Oppositionellen in Richtung der Scharfschützen schossen und sich unter ihnen eine menschenleere Straße befand. Von Seiten der venezolanischen Regierung versuchte man, die Sache richtigzustellen. Doch dem einzigen Kanal des Staatsfernsehens drehte man kurzerhand den Saft ab. Was dann passierte, wurde von einem irischen Filmteam für die Nachwelt dokumentiert. Chavez wurde kurzerhand entführt und an einen geheimen Ort gebracht. Seine Minister wurden im Keller des Präsidentenpalastes gefangen gehalten und die Anführer der Opposition erklärten sich kurzerhand zur Staatsregierung mit der geheimdienstlichen und medialen Unterstützung Washingtons. Let me share with you the administration's thoughts about what's taking place in Venezuela. We know that the action encouraged by the Chavez government provoked this crisis. The Chavez government suppressed peaceful demonstrations, fired on unarmed, peaceful protesters, resulting in 10 killed and 100 wounded. That is what took place, and a transitional civilian government has been installed. Die nicht gewählte und demokratisch nicht legitimierte neue Regierung in Venezuela wurde vom Großteil des Volkes nicht akzeptiert. Ein anhaltender Generalstreik zwang die Putschisten letztlich zum Rückzug und Chavez wurde freigelassen. Santiago de Chile am 29. Juni. Zwei Einheiten chilenischer Soldaten unter Führung putschender Offiziere marschieren auf den Regierungspalast, um die demokratisch gewählte Regierung Allende zu stürzen. Damals, im Juni, werden sie noch von einer Überzahl regierungstreuer Truppen zurückgeschlagen. Die sozialistische Abgeordnete Carmen Lasso, eine der bekanntesten und beliebtesten Politikerinnen in Chile, kommt gerade vom Präsidenten. Die Situation ist völlig unter Kontrolle, sagt sie. Die Arbeiter sollen an ihren Arbeitsplätzen bleiben, die Frauen sollen sich nicht aufregen. Chile ist bestens verteidigt durch sein Militär, seine Arbeiterklasse und seine Jugend. Ein Vierteljahr später, nach dem blutigen Umsturz, ist Carmen Lasso verschollen, nach Auskunft ihrer Freunde ermordet von den Erschießkommandos des neuen faschistischen Regimes. Ermordet wie ungezählte andere Politiker und Gewerkschafter, Arbeiter und Studenten, die für die Regierung Allende gearbeitet, sie politisch unterstützt hatten oder auch nur als Anhänger der Regierung denunziert worden waren. Wie die Kommandos des Generals Pinochet und seiner Gehilfen gewütet haben, schildern Flüchtlinge aus Santiago und Valparaiso. Ich habe Glück gehabt, ich wurde nicht verhaftet, wie die meisten Gewerkschaftsfunktionäre und Vertrauensleute meiner Fabrik, von denen wir nie mehr was gehört haben. Nur einen haben wir wiedergesehen, auf der Straße, er lag da und war tot. In Valparaiso, wo ich herkomme, waren die Folterungen wohl am schlimmsten. Den Festgenommenen wurden mit Glasscherben die Haare abrasiert. Mit Kneifzangen wurden ihnen die Zähne herausgezogen. Sie wurden gequält mit Elektroschocks an den Geschlechtszeilen, an den Lippen, an der Zunge und bei Frauen an den Brüsten. Ein junges Mädchen, das den Putsch in der Technischen Universität erlebte, das anonym bleiben will, weil es die Rache der Junta fürchtet, berichtet von der Ermordung des beliebten Folklore-Sängers Victor Jara. Die Soldaten zwangen ihn zu singen, das Lied der Revolution, Venceremos, wir werden siegen. Dann brachten sie ihn um. Victor Jara, un muy querido cantante, muy querido por el pueblo chileno. Sie haben ihm die Fingernägel herausgerissen, ihm die Hände abgehackt, ihm dann das Rückgrat gebrochen. Er ist zu Tode geprügelt worden. Sie richteten ihn so zu, dass seine Frau ihn im Leichenschauhaus zunächst nicht wiedererkannte.
wie im berüchtigten Fußballstadion von Santiago Tausende von Häftlingen misshandelt wurden, schildert ein chilenischer Student. Wir wurden durch die Gänge getrieben, die Köpfe mit Decken verhüllt und von den Soldaten mit Gewehrkolben geschlagen, getreten und stundenlang immer wieder geschlagen. Chilenische Arbeiter, Studenten, Politiker und Gewerkschafter, die den Kommandos entkommen konnten, flohen über die Grenze nach Argentinien und in andere lateinamerikanische Länder oder sie suchten Schutz in den Botschaften.